Ja, Lino Marcini, wettbewerbsübergreifend ist es der 6. Sieg in Serie. Was macht euch momentan so stark? Ich glaube, dass wir den defensiven Fokus anbringen. Wir haben Anfang der Saison viel ein forciert. Wir haben zwar vorne viel kreieren können, aber haben hinten viel zu viele Chancen zugelassen. Es sind zu wenig kompakt. Und ich denke, jetzt gehen wir mit einem kleinen anderen Mindset ins Spiel, dass wir hinten sauber spielen wollen. Und vorne wissen wir, dass wir zu Chancen kommen. Also wichtig ist natürlich der heutige Sieg, aber was wir natürlich auch noch ansprechen müssen, das ist ihre Vertragsverlängerung. Sie bleiben um 4 weitere Jahre bis 2027. Hat es überhaupt irgendwann mal ein Thema gegeben, dass sie für einen anderen Verein spielen würden? Ich glaube nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Aber das gehört halt auch zum Business dazu. Ich hätte bereit sein, wenn es in diese Richtung gegangen wäre. Aber es hat ein bisschen Geduld gebraucht von meiner Seite. Und, ich bin froh, dass wir uns finden konnten und haben das jetzt vom Tisch bringen und mega stolz und froh, dass ich noch 4 weitere Jahre im EVZ spielen darf. Sie sagen, es sind 4 weitere Jahre, es ist eben nicht 1 oder 2 Jahre. Wie wichtig ist es Ihnen, dass es eben auch ein längerfristiger Vertrag ist, jetzt bis 2027? Ja, es ist natürlich von beiden Seiten ein schönes Bekenntnis. Oder? Wir haben eigentlich uns ziemlich schnell einander mitteilt, dass wir gerne weitermachen würden. Es war ein bisschen die Frage, wie man es regeln kann. Und von meiner Seite ist immer immer das Bedürfnis da gewesen, so lange wie möglich bleiben. Ich spiele gerne bei diesem Verein. Ich habe das immer gesagt. Und darum ist es auch schön, dass der Verein mir die 4 Jahre gegeben hat. Danke vielmals. Gratuliere zum Sieg und natürlich auch zu der Vertragsverlängerung. Danke vielmals.